Hallo und Königs, weil hier ist wieder euer Kern zurück mit Let's Play Splatoon 3. Und da wir eine neue Dingens freigeschaltet haben, so einen neuen Abfluss, habe ich mir gedacht, okay, schneiden wir das halt in den kompletten neuen Part, auch die Logs hier. Na gut, ein Spritzer neuer Intelligenz. Der Zusammenbruch Alternas ließ tausende von Tonnen Geröll ins Meerwasser regnen, das sich am Höhlenboden befand, und auch die Flüssigkristalle, die einst über ihm prangten. Umspült von den ruhelosen Wassermassen lösten sich die Kristalle allmählich auf und wurden zu mikroskopisch kleinen Teilchen. Doch so oft sie auch brachen und sich teilten, jedes einzelne von ihnen trug weiter die Wünsche und Sehnsüchte der Menschheit in sich und auch ihre Gefühle. Und nach, Tag um Tag, absorbierten die Tintenfische, Oktopusse und andere Meereslebewesen in den Fluten von Alterna die Kristalle und alles, was in ihnen steckte. Die Zeit verging, bis die Meeresbewohner schließlich etwas empfanden, etwas Neues, etwas Ungeahntes, etwas Spritziges. Und dieser Spritzer neuer Intelligenz erfüllte auch Rosie mit dem Verlangen, an die Erdoberfläche zurückzukehren, ganz so, wie es einst auch die Menschheit gewollt hatte. Und dieses Verlangen, dezent unterstützt von den schrecklich toxischen Umgebungen der Fluten Alternas, war es, das die Meereswesen zu ungeahnten Evolutionsschritten beflügelte. Jeder einzelne der vertretenen Arten entwickelte im Blitztempo Züge, wie sie gewöhnlich nur in Landbewohnern vorzufinden waren. Die Anpassung begann. Auch die Intelligenz jener Wesen steigert sich in Riesenschritten von Generation zu Generation. Und mehr noch, gewisse Spezies gelang es, natürliche Tarnung zu entwickeln, die sie zuvor nie beherrscht hatten. Und so kam der große Tag der Meereslebewesen von Alterna. Die Be Meereslebewesen von Alterna betraten das Festland, und keine Rückkehr war mehr möglich. Ganz wie einst die Menschen hatten sie nun nur noch einen Wunsch: die Erdoberfläche zu erreichen. Natürlich war das Leben auf dem Festland hart, trocken und grausam. Doch davon ließen sich die Meeresbewohner nicht einschüchtern, weil schon hatten sie die Tunnel und Gänge gefunden, durch welche die Menschen einst dem sicheren Tod entflohen waren. Es war ein Wink des Schicksals, und so folgten die just dem Meer entschlüpften Wesen den Spuren ihrer Vorgänger Richtung Oberfläche. So traten die dem Meere entsprungenen Abenteurer aus dem Tunnel hervor, die sie von Alterna an die Oberfläche geführt hatten. Und dieser Erfolg sollte nicht ihr einziger bleiben. Ihre Art gedieh rasch in ihrer neuen Heimat, und bald schon hatten sie die Welt bis auf den letzten Winkel erkundet. Der Krater über Alterna, der Wiege ihrer Bestrebungen, war mittlerweile zum andächtig verehrten Denkmal geworden. Und auch der Distrikt Splatsworld, den säumte, war ein zentraler Punkt dieser neuen Kultur. Die Region erhielt den Beinamen Tintenfass der Welt, denn alle Wesen kannten, die nun auf der Oberfläche, den alle Wesen kannten, die nun auf der Oberfläche lebten. Und mit dem neuen Leben auf der Erde entstand bald schon neue Kulturen, welche voller revolutionäre Ideen. Oh Gott, ich kann heute nicht lesen. Am meisten taten sich die Tintenfische und die Oktopusse hervor, die von den neuen Spezies auf der Oberfläche die höchste Intelligenz zeigten. Klug, clever, visionär und natürlich spritzig. Entschuldigt mal kurz. So, weiter geht's. Sie überraschte es nicht, dass es bald schon eine jede beider Arten die dominanten Spezies des Planeten wurden. So, Verzeihung, doch es folgte ein kleiner Zeitsprung, und zwar 5000 Jahre in die Zukunft. Zu jener Zeit wurde ein ganz besonderes Individuum geboren. Ein Tintenfisch, der im Distrikt Splatsville rasch zu einer Berühmtheit wurde. Dieses Wesen war etwas ganz Besonderes. Begabt mit prophetischer Voraussicht erleuchtete jenes Individuum die anderen Tintenfische mit ungeahnten, grenzenlosen Wissen. Das Tintenfischleben sollte nie wieder so sein, wie es einmal war. Die Worte jenes Individuums brachte für die Entstehung der heutigen Kopffüßerkultur den Stein ins Rollen. Heute ist das Individuum als Urexemplar des modernen Inklings bekannt.
Damit hätten wir die Logbucheinträge, die wir bereits freigeschaltet haben. Und nun lass doch mal gucken, was wir hier haben. Alterne bewältigt. Erreiche das Ziel, um Angriff auf das Rock-Log zu erhalten. Okay, was wird uns hier erwarten? Das wird bestimmt jetzt grausam. Immerhin haben wir unsere Heldenausrüstung. Dann leg mal los. Okay. Wow. Ah! Ich hab gedacht, dass da eventuell noch Rampe wäre. So Boden, so wie hier, aber nein. Okay. Dann mal nicht. Ja, kein falschen Schritt. Danke, das habe ich auch gemerkt. Okay, das war jetzt mehr als merkwürdig, dass ich da nicht in Tintenform gegangen bin. Obwohl ich meine eigene Tinte berührt habe. Und da hatte ich zu wenig Geschwindigkeit drauf. 333, uha. Stellt euch mal vor, man müsste alle Level mit nur einem einzigen Leben schaffen. Und auch noch unter Zeitdruck, dass man eine Stunde Zeit hat oder sowas. Okay, ich habe den Tintenschock als Ulti. Oh. Spring doch ordentlich. Och Mann. Ein bisschen ordentlich vielleicht. Nein, 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 nein. Wie er mich da fast runtergeschossen hätte aus der Luft, ey. Ich sau hier erstmal alles ordentlich ein. Mit so einer Scheiße wie gerade nicht nochmal passiert. So. Du lässt mich mal in Ruhe. Natürlich ist da auch wieder kein Boden. Ich bin sogar noch zurückgesprungen. Ein Checkpoint wäre langsam mal nice. Ich bezweifle, dass wir sowas bekommen werden. Dann halt in die Richtung. Meine Güte. Man kann sich auch anstellen. Ich wollte schon sagen, warum kann ich den Sprung jetzt nicht einfach machen? Dass ich mich aber gerade an der Bürste festhalten konnte.
Oh Gott. Oh, ich hatte jetzt gerade wieder so Panik. Das wird auch nie im Leben was. Vor allem weiß ich nicht, wie ich die Tintenfischrolle an der Wand mache. Dass da oben jetzt noch so ein Ballon war, das hat mich... Okay, der ist mit explodiert. Alles klar. Ja, schön, dass man sehen kann, wie weit man springen muss. Traue der Plattform hier gerade nicht so wirklich. Okay. Hä? Was will man jetzt hier von mir? Ich werde da sicher nicht versuchen hinzuspringen. Ey, der Sprung reicht doch vorne und hinten nicht. Ist auf einmal losgelassen. Ich hab jetzt gerade Schiss bekommen. Ja, ich habe gesehen, wo ich hin muss. Fuck yeah.
Nein! Ich bin mal weitergekommen. Aber wo ist das verdammte Ziel? Natürlich kann ich da nicht draufstehen. Ich bin einen Schritt weiter gekommen. Wow. Ein Checkpoint wäre so geil, ey. Bereite mir schön alles vor. Blöd, ey. Oh, for fuck's sake, oh nein!
Aha, warum bist du nicht den ganzen Weg dahin gesprungen? Dann braucht man gar nichts schmeißen. Problem ist, man weiß auch nicht, wann die kommen. Die kommen so merkwürdig. Meine Fresse. Was kommt jetzt? Okay.
Wem sagst du das, Aioli? Die gehen doch irgendwann zurück. Wie soll ich denn das über Zeit schaffen? Ein Checkpoint. Holy shit, was gibt's in dem Level? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was? Nein, nein, ich habe doch einen Checkpoint, das ist alles gut. So, komme ich auf einen Torpedo. Was? Nein! Oh!
Was kommt jetzt? Oh, for fuck's sake. Das kann doch jetzt nur grausam werden. Nie im Leben. Was? Ach nö, wo kam der denn jetzt her?
Meine Fresse! Meine Fresse, ey. Die Aufnahme geht jetzt über 3 Stunden. Ich habe jetzt über 3 Stunden gebraucht. Held der Welt, Heldin der Welt. Hol dir eine Labetanne, danke. Bärchenhörchen, Öhrchen. Okay, brauche ich nicht unbedingt. Und das war's. Okay. Alter Schwede, hab ich Rage-Momente gehabt. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Die Rückkehr der Mammalianer. Als die Menschheit die Welt das erste Mal ins Verderben stürzte, war es nicht nur sie, die sich retten konnte. Andere flohen ebenfalls, wenn auch nicht nach Alterna, sondern ins Weltall. Die Arche Polaris, ein in letzter Sekunde gestartetes Raumschiff, barg unzählige Tierarten im Kälteschlaf, die im Weltall ein neues Zuhause finden sollten, fernab der unwirtlichen Erde. Ihr überstürzter Abflug schien das Glück der Arche Polaris nicht zu trüben. Der Flug verlief komplikationsfrei bis zum Rand des Sonnensystems. Hier wurde das Schiff von einem Trümmerteil getroffen, welches das Navigationssystem zerstörte. Die Crew drehte eilends bei, konnte die Erde jedoch nicht erreichen. Ohne einen Tropfen Treibstoff trieb die Arche 10.000 Jahre lang im eisigen All. Äonen vergingen. Mit der Zeit verließ die Arche Polaris ihren einst stabilen Orbit und wurde von der Erdanziehungskraft erfasst. Alle Wesen an Bord starben, als der Aufprall kam. Bis auf eines. Bär 03. Ein Bioexperiment hatte auch im Kälteschlaf seine Hirnaktivität nicht eingestellt. 12.000 Jahre lang hatte er geträumt, gegrübelt, geplant. Der Bär 03 endlich erwacht aus seinem ewigen Schlaf, erkannte die furchtbare Wahrheit. Er war mitnichten auf einem neuen Planeten gelandet. Dies war die Erde. Und doch könnte sie seiner altvertrauten Heimat nicht weniger ähneln. Kreaturen der Meere hatten sie zu ihrem Reich gemacht. Kein einziges Säugetier war weit und breit zu sehen. Mit Navigationsinstrumenten der Arche Polaris suchte Bär 03 vergeblich nach Artgenossen, bis er schließlich auf Alterna stieß und in dessen lebensfeindlicher Ödnis machte er eine Entdeckung: die Kristalle. Einst Licht- und Lebensquell Alternas machte Bär 03 die nun ungenutzten Flüssigkristalle zum Subjekt seiner Forschungen. Jahrtausende des Träumens hatten seinen Geist mit dem dazu nötigen Wissen gefüllt. Der Durchbruch sollte Bär 03 gelingen, als er ein Amalgam aus Flüssigkristallpartikeln und seinen eigenen Fellhaaren erschuf. Eine Substanz, die jedes Lebewesen auf grausame Art zu Säugetieren machte. Bär 03 wusste sofort, was zu tun war. Die Welt sollte ein Paradies für Säuger werden und für niemanden sonst. Er lud das Flauschplasma, wie er seine Schöpfung nannte, in die noch intakte Rakete von Alterna. Bärs Plan erforderte abertausende Goldfischeier, eine unverzichtbare Ingredienz bei der Flauschplasmasynthese. Genaueres dazu kann ich in meiner Datenbank nicht finden, doch Bär 03 wusste eine perfide Lösung. Unter dem Deckmantel einer Firma, der Bär GmbH, ließ er als Herr Bär andere unter Gefahr für Leib und Leben nach den Goldfischeiern suchen. Und er zahlte gut dafür. Unzählige arglose Inklinge und Oktolinge hatten Herrn Bär ermöglicht, gigantische Mengen Flauschplasma zu produzieren. Sein finsterer Plan stand kurz vor der Erfüllung. Die Rakete ist beladen. Bald ist die Zeit gekommen. Der Salmon ran ins Platoon 2. Wir haben Herrn Bern also dafür dann ins Platoon 3 geholfen, diese Rakete ins All zu pusten, nur um sie dann am Ende zu zerstören, um seinen Plan zu vereiteln, sagen wir es mal so. Na gut, ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Ihr werdet nur die Erfolgsversuche sehen von meiner 3-Stunden-Aufnahme und oh, meine Fresse.
Gut, damit ist das Projekt jetzt erstmal. Ich weiß ja nicht, wie es mit DLCs aussieht. Ob da storytechnisch was in Zukunft kommt. Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, wenn was kommt, dann wird es hier weitergehen. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt erstmal. Das war euer Keanu mit Splatoon 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao.